Denn wenn ich mich bewege und zu ihr kletter, dann muss ich auch aufstehen, sonst lässt sie mir keine Ruhe mehr. Ja, heute ist unser letzter Tag. Ich will nochmal versuchen, die Sprungschanze zu finden und natürlich die beiden anderen Spreequellen. Und ja, die liebe Marlies, die hatte mich ja eingeladen, mal ihre Region zu erkunden. Herzlichen Dank dafür und viele liebe Grüße, Marlies, wenn du das siehst. Und vielleicht treffen wir uns nachher noch und dann werde ich natürlich viel schneller diese Spreequellen noch finden. Guten Morgen, Cassie. Na, guten Morgen. Na, guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Nein, nicht hier durch. Nein. Komm, wir gehen in den Wald, ja? Da freut sich aber einer. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal zur Hunderunde. Dort steht Werner. Ist eigentlich ein schöner Stellplatz hier direkt am Wald. Ist so ein Wanderparkplatz. Und wir gehen jetzt in diese Richtung. Ja, und dann wollen wir ja die Sprungschanze finden. Ja, unsere Hunderunde ist doch etwas länger geworden. Weil ich habe gesehen, hier geht es direkt auf den Hausberg von Kottmar. Und ihr werdet es nicht glauben, was ich hier gefunden habe. Aber erst zeige ich euch mal, wie es hier oben aussieht. Wir sind jetzt hier 583,4 Meter hoch. Und dort ist ein Turm. Ganz viel Wald. Und hinter dem Baum verbirgt sich was. Ich zeige es euch gleich. Aber wie gesagt, hier ist alles zu, sieht auch etwas verlassen aus. Da ist ein umgekippter Baum, kaputte Fensterscheiben. Sieht wirklich sehr verlassen aus. Na, da schau an. Da hat sich Google scheinbar gestern etwas vertan, denn wir waren hier nicht mal in der Nähe. Aber wir haben sie gefunden, durch Zufall. Schaut mal, wie riesig das ist. Mal schauen, ob wir noch zum Schanzentisch können. Ein schöner Weitblick hier. Gestern waren wir irgendwo dort drüben. Wahrscheinlich waren dann die Bäume davor. Hier ist nochmal die große Schanze. Und da unten ist auch nochmal ein Ziel für, weiß nicht, ob die hier Biathlon machen oder Skating, Langlauf. Ja, das war klar. Genau, ein Stöckchen muss mit. Wir sind zurück. Ich sehe den Parkplatz. Das ist mir auch noch nie passiert, glaube ich, dass sich die Hunderunde so ausgedehnt hat und ich noch nicht mal ein Kaffeefeuer getrunken habe. Aber jetzt freue ich mich richtig so auf mein Latte Macchiato. Frühstück. Ach, da freut sich schon einer. Na, friss! Nach der langen Runde ist ja als erstes wohl klar, muss ein Kaffee her. Musik.
haben lecker gefrühstückt und jetzt fahren wir zu den anderen beiden Spreequellen hier in der Oberlausitz. Und ja, mal schauen, wie es da aussieht. So, hier ist die Spreequelle Nummer 2. Direkt vor dem Freibad. Und hier ist wieder genau der Weg der Quelle gezeigt. Gestern waren wir in Kottmar. Hier sind 2. Die erste haben wir jetzt angeschaut. Dann geht es durch Bautzen, Boxberg, Spremberg, Cottbus und durch den Spreewald über Beskow, Fürstenwalde nach Berlin. Sieht hier im Winter aus und so sah es früher aus. Ohne Freibad. Die wohl schönste Quelle der Spree ist der Spreeborn im Ortsteil Ebersbach. 1575 wurde die Quelle im Zusammenhang mit der Festlegung des Ursprungs der Berliner Wasserader erwähnt. Da seht ihr das Wasser. Und hier war mal ein Teich, wo Cassie jetzt ist. Und dort die Brücke, die führt schon über die Spree hinweg. Da waren wir, jetzt sind wir hier. Spreeborn in Ebersbach, Sachsen. Cassie badet in der Spree. Ja, hier ist die erste Brücke der Spree. Die Spreequellen haben wir jetzt hinter uns gelassen. Das war richtig schön dort am Spreeborn. Da war schon ein kleines Flüsschen zu sehen. Also man konnte schon erahnen, dass das mal die große Spree wird. Cassie hat da natürlich richtig viel geplanscht drinne und Stöckchen gefunden. Und man konnte auch so noch ein bisschen am Ufer entlang wandern. Wie durch einen kleinen Park war alles schon schön grün, wie im Frühling. Ja, und jetzt sind wir auf dem Heimweg. Und ich wollte jetzt noch den einen Spitzberg hier mitnehmen. Hier draußen. Ah, man sieht es nicht richtig. Ich zeige es euch gleich. Aber es ist so richtig windig draußen. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Ich bin hier am Spitzberg. Ich hoffe sehr, ihr versteht mich. Schaut doch mal diesen Blick an. Ist das nicht genial? Wartet mal, ich drehe mal um. Dort ist der Spitzberg, da wandern wir jetzt noch ganz schnell hoch, bevor wir nach Hause fahren. Da ist er, der Spitzberg. Da geht's jetzt hoch. Cassie startklar und schaut euch doch mal den Ausblick an. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Herrlich. Und man muss gar nicht so weit laufen. Schaut mal da hinten, da steht auch Wenner schon. Gleich sind wir oben und immer noch dieser Hammerausblick hier. Ich habe gerade gesehen, einige Autos sind hier hochgefahren. Ich denke mal, man kann es auch, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, mit dem Auto erkundschaften hier oben. Aber wir sind ja noch gut zu Fuß hier. Wow, hier ist scheinbar sogar offen. Wenn ich jetzt eine Maske habe, dann werde ich mir hier jetzt was Leckeres gönnen. Support the Locals, ist ja klar, ne? Klasse, das hat wirklich offen. Jetzt gönne ich mir erstmal eine Bratwurst mit Pommes. Finde ich gut. So, natürlich ist der Müllverbrauch viel größer, aber sie sollen trotzdem ruhig alles verkaufen hier. Hier geht es nach Spitzkunnersdorf, da waren wir vorhin. Sind wir durchgefahren. Der Spitzberg ist 510 Meter hoch. So, jetzt gibt es aber erstmal Essen. Ein richtiges Klettergebiet hier. Das ist der Kinderklettergarten.
Und insgesamt kann man hier von Schwierigkeit 2 bis 10 klettern, also von ganz einfach bis ganz schwer. Dann gehen wir jetzt hoch. Also dieser Klettergarten wurde 2001 sportklettertechnisch erschlossen. Es entstand ein Klettergarten, der 2003 von Volker Heinrich und anderen Bergfreunden eröffnet wurde. Das Klettern erfolgt an freiliegenden Bonolith-Ausbrüchen auf über 100, maximal 60 Meter langen Routen, Freiklettergraden 1 bis 9. Der Berg ist heute Ziel von Sportkletterern des Sächsischen Bergsteigerbundes, im Deutschen Alpenverein und kletterbegeisterten Familien. Da unten steht Wenner, das ist gar nicht so weit gewesen. Sieht man jetzt nicht so. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch und schauen uns die Aussicht an. Cassie ist auch gut angekommen. Ich zeige euch nochmal die Gegend hier in einer Runde. Herrlich, oder? Hier kann man wirklich jeden Berg sehen. Und auf jedem Berg verbirgt sich was. Also ein echt tolles Ausflugsziel. Und der Vorteil an dieser Region ist, es gibt nicht so viele Touristen wie anderswo. Ihr habt die Gegend praktisch fast für euch alleine. Sie ruht sich aus so lange. Mit Ausblick. So, jetzt geht's wieder bergab hier vom einzig geöffneten Restaurant des ganzen Wochenendes und vom Oderwitzer Spitzberg. Und jetzt müssen wir leider wieder nach Hause fahren. Das schöne Wochenende ist zu Ende. Da unten steht Wenner. Man kann sie erahnen. Wenn die jetzt in der Sonne steht, ist es schön warm im Auto. Es ist doch ganz schön windig hier draußen. Noch einmal die tolle Aussicht genießen und dann warten auf die nächsten Wochenenden, die noch kommen werden. Tschüss, Sittauer Gebirge. Tschüss, Sachsen. Bis bald. Ich komme ganz bestimmt wieder. So. Jetzt fahren wir ein kleines Stück Richtung Heimat. Ich habe noch mal eine andere Stelle ausgekundschaftet und da machen wir dann noch eine kleine Rast. Aber ansonsten fahren wir jetzt schon mal Richtung Heimat. Jetzt hat es leider angefangen zu regnen. Ich stehe hier auf einem Wanderparkplatz, der eigentlich recht gut ist, wo man auch mal eine Nacht schlafen könnte, wenn man unterwegs ist. Und ja, aber da es jetzt regnet, haben wir jetzt beschlossen, dass wir einfach hier unseren Snack genießen, Kaffee.
hatte ich ja an der Tankstelle schon geholt. Draußen ist es richtig kalt und ungemütlich. Ich esse jetzt was, mache noch eine kleine Kaffeepause und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir schon nach Hause fahren oder nur erstmal in die Richtung und noch woanders hin. Vielleicht wird ja das Wetter wieder besser. Wir haben jetzt noch mal ein schönes Plätzchen gefunden. Ich steige gleich aus und zeige es euch. Ich bin östlich der A13, aber nicht sehr weit östlich. Und zwar zwischen Dresden und Senftenberg, wenn es euch was sagt. Und wir machen jetzt noch mal eine schöne Runde hier. Ich habe da hinten schon ein Gewässer entdeckt. Hier ist wieder ein kleiner Wanderparkplatz mit Internet und Mülleimer. Das finde ich immer gut, wenn ein Mülleimer da ist. Und ja, dann lasst uns mal starten. Wir sind in der Königsbrücke Heide gelandet. Und zwar ist sie das größte zusammenhängende Schutzgebiet Sachsens. Und fast 90 Jahre lang musste sie als Truppenübungsplatz herhalten. Und einiges gibt es hier wohl zu entdecken. Den Heidepfad, Kiefernkrüppelwald, dann gibt es noch so einen Aussichtsturm hier, einen Biberpfad. Wildnis erleben. Na dann, lassen wir uns mal überraschen. Mensch, da war noch mal richtig Glück mit dem Wetter. Herrlich und richtig warm hier die Sonne. Das erinnert mich schon so ein bisschen an meinen Brandenburg hier. Übrigens hatte ich da vorhin aus dem Auto ein Gewässer gesehen und haha, sehr lustig. Das sind irgendwelche Beete, also entweder Spargel oder wir gehen mal schauen. Ah, sieht tatsächlich fast so aus wie Spargelbeete. Aber ich gehe mal noch ein Stück dichter. Hummel. Cassie hört sie schon, die mag sie nicht. Die denkt immer, die stechen sie. Ja, hier fängt jetzt auch alles langsam an zu grünen und zu blühen. Da sind wir wieder zurück. Jetzt fängt es auch an zu tropfen. Hab noch für meine Trockenblumensträuße zu Hause ein bisschen was gefunden. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Hause. 2 Stunden und wir haben Brandenburg erreicht. Pass schön auf. Pass schön auf dein Auto auf, nicht, Cassie? Pass schön auf. Jetzt bin ich wieder in meinem Land Brandenburg, auch fast schon zu Hause. 5 Minuten Fahrweg noch und ich fand es so schön hier. Schaut mal, das musste ich erst mal genießen.